Vielleicht haben wir hier noch eines dabei. Ich weiß nicht, was ich schon angetippt habe. Das hatte ich, glaube ich, schon. Nein, aber nee, das nächste, Digga. Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Pookie. Schön, dass du wieder dabei bist und heute gibt es mal wieder eine Folge Pokémon Go Community Day 8 Teil 2, würde ich jetzt mal sagen. Es ist der zweite Tag, also Sonntag. Es gibt Shiny Evoli und ich glaube, also zumindest bei mir, was nehme ich hier, eine Sananabeere, glaube ich, dass heute die Spawn Rate von Shinies extrem erhöht wurde. Es sind jetzt 15 Minuten gerade mal vergangen, allein an der Herfahrt oder bei der Herfahrt. Das ist jetzt mein drittes Shiny. Das ist richtig heftig, also innerhalb von 15 Minuten. Drei Shinies kann man sich echt schon mal geben. Das haben wir auch direkt schon mal easy first try gefangen. Zack, 704 WP, hat bestimmt keinen guten EV-Wert. Und da ist auch schon Snacks hier am Start. Hast du schon Shiny? Nein. Ich hab schon drei. Ich hab Pokémon gespielt. Ey, der Junge ist dumm. Nee, okay Leute, das ist mein drittes. Die anderen zwei blende ich euch hier nochmal ein. Die habe ich da vorhin gefangen. War auf jeden Fall auch ziemlich easy. Ja, wir schauen einfach mal, wie viel ich heute fange. Ich glaube, gestern hatte ich 7, 8 oder sowas. Wenn es heute 10 oder 15 werden insgesamt, nee, nicht insgesamt, heute 5, was laber ich, bin noch so müde, dann wäre es auf jeden Fall gut. Also Leute, lasst einen Daumen noch um da, lasst ein kostenloses Abo da. Ich würde sagen, auf einen nice Community Day und hoffentlich auf viele Shiny Evolis. So, da haben wir jetzt das fünfte. Ich habe gerade noch in der Juice Bar, zeig mir den Juice. Das ist the Juice, guys. Da habe ich gerade auch noch eins gefangen. Das ist jetzt die Nummer 5. Ey, ich komme gar nicht drauf klar. Innerhalb von 20 Minuten 5 Shinies. Ich glaube, so krass Luck hatte ich schon lange nicht mehr. Aber egal, wir schauen jetzt mal. Wir sind jetzt hier nämlich gerade am Karmeliterplatz. Und das Shiny kommt erstmal raus. Wenn das flüchtet, wäre es halt ultra mies. Aber ich fange eh schon mit Hyperball. Von dem her, ich treffe aber auch nicht gut. Egal, vielleicht bleibt es da drin. Let's go. 1, 2, 3. Perfekt. Snacks hier hat immer noch keins. Ich habe schon 5 gefangen heute. Ey, was geht eigentlich ab? Es ist schon heftig. Okay, jetzt checken wir noch den IV-Wert. Aber ich glaube, das ist nicht da. Okay. Ist ganz okay. Chinese? Hast du schon Chinese? Nein, ich habe noch kein Chinese. Komm, Leute, ich zeige euch jetzt, wie man easy ein Chinese gettet. Hier, zack und. Okay, leider nicht. Egal. Aktueller Stand der Dinge. Snacks hier hat immer noch kein Chinese. Bei mir geht ein Ei auf. Nice, 5 Kilometer Ei. Vielleicht ist ja irgendwas Nices drin. Wir schauen einfach mal. Okay, ein Flamely. Kann man sich auch schon mal geben. Wenn es genug Candies sind, dann ist es auch ganz cool. 17 Candies. Na gut, kann auf jeden Fall besser sein. Schauen wir hier noch. Das Evoli, okay, ist kein Shiny. Drehe ich noch kurz die Scheibe hier für die ganzen Quests. Okay, das funktioniert anscheinend nicht. Okay, hier haben wir noch 2 Evolis. Vielleicht ist davon noch eines Shiny. Komm schon. Nee, leider nicht. Aber egal. Leute, heute läuft's. Nummer 6. Ey, es ist heftig. Wirklich Nummer 6 jetzt einfach schon am Start. Während Snacks immer noch 0 hat. Ich weiß nicht, jetzt eine halbe Stunde 6. Wenn wir das hochrechnen auf 3 Stunden, sind das 36, die das wären, wenn es jetzt so weitergehen würde. Aber ich glaube, das wird nicht der Fall sein. Ich werde es am Anfang reinlacken und am Ende flacht es wahrscheinlich ein bisschen ab. Aber wir werden es sehen. Jetzt haben wir schon mal das 6. Shiny Evoli. Ich werde heute oder morgen, ich weiß nicht, ob ich das heute in dieser Folge noch mache, richtig viele Shiny Evolis entwickeln. Es wird richtig nice, denke ich mal. 847, okay, leider kein Shiny. Immer die Shinies, die sind dann immer so schlecht. Und die Nicht-Shinies, die sind dann gut, aber na, was soll man machen? Egal, ich fange es trotzdem einfach mal. Easy going. Ich habe auch schon über 1100 Candies, obwohl ich nie mit Sananabeere fange. Und ich lasse auch so viele Evolis einfach liegen, was eigentlich dumm ist, weil wenn man die ganze Zeit die Quests so auch ballert, dann kann man so viel Sternenstaub damit farmen mit diesen ganzen Evolis, die man fängt. Deswegen, ja, soll ich das auch eigentlich mal machen. Ja, lass mal kurz stehen bleiben. Vielleicht haben wir hier noch eines dabei. Ich weiß nicht, was ich schon angetippt habe. Das hatte ich, glaube ich, schon. Nein, aber das nächste, Digga. Die Nummer 7. Alter, was geht ab, Alter? Es ist heftig heute. Ich habe gerade in der ersten halben Stunde so viel gefangen wie letztens den ganzen Tag über oder halt die 3 Stunden. Heftig. Das Luck ist auf jeden Fall am Start, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da. Ein Like ist gleich ein Luck. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch am Community Day gezockt habt und ob ihr auch das ein oder andere Shiny vielleicht habt. Okay, so. Hier haben wir noch eines. Aufbewahrungslimit erreicht. Jetzt ist es an der Zeit, wo ich ein paar Shiny verschicken werde. Nein, Spaß. Okay, Leute, ich habe richtig viele Evolis. Wir machen das jetzt einfach mal so. Ich verschicke einfach alle, außer die Shinies. Okay, Leute, ich glaube, das reicht jetzt mal. 86 Evolis verschicken wir jetzt einfach mal. Dann sortieren wir das wieder nach Funddatum und dann schauen wir mal, ob das jetzt vielleicht noch ein Shiny ist.
Nee, ist es nicht. Okay. Okay, wir sind beim 8. Shiny für heute. Schnecksi, wie ist dein Stand so, der Dinger? Also mein Stand ist echt gut. Ich habe schon 5 Shinies. Digga, er hat einfach gar keins. Er labert irgendeinen Blödsinn. Aber egal, okay, let's go. Wir fangen das natürlich easy going. Ey, das 8. einfach schon heute. Was ist los, Digga? 40 Minuten. Ich habe einfach schon mehr als gestern. Okay, easy. Bleibt doch direkt drin. Okay, und ja, 482. Wir checken noch kurz in die V-Wert. Oh, okay. Die V-Wert ist auf jeden Fall auch in Ordnung. Das ist jetzt das 8. Wir schauen mal, ob wir hier noch eins haben. Nee, leider nicht shiny. Aber das sind auf jeden Fall noch ein paar am Start. Das ist leider auch nicht shiny. Hat gar nichts. Ich sehe auch nichts. Snacksy, hast du schon eins? Nein. Das ist auch keins. Egal. Leute, ich glaube, Pookie ist die neue Touristenattraktion hier in Graz 2018. Seit einer halben Stunde werden wir einfach schon verfolgt, beobachtet, paparazzisiert. Nein, Spaß. Okay, let's go. 10 Kilometer all geht hier auf. Oh mein Gott, Leute, das wird auf jeden Fall heftig. Und, oh ja, ein Volt hier lang. Das ist doch eh gut. Ich glaube, ich habe da jetzt schon um die 200 da habe ich mich grob verschätzt. 73. Aber gut, was soll man machen? Vielleicht haben wir hier noch ein Evoli am Start, ein Shiny? Nö. Aber 8 Stück sind ja schon mal nicht so schlecht. Jetzt gehen wir nochmal durch den Stadtpark durch. Da ist auch einiges geboostet, glaube ich. Ja, sieht ganz gut aus. Lass gleich hier reingehen zum Fluss. Und dann haben wir hier noch, Alter, wie viele 10 Kilometer Eier ich einfach in letzter Zeit bekomme. Richtig heftig. Mal schauen, vielleicht geht auch noch eines in dieser Folge auf. Sieht ja voll gut aus. Okay, Leute, wir machen hier einen Despoter Raid. Despoter ist jetzt auch schon gleich tot und ich würde sagen, ich werde es natürlich nicht fangen, weil ich kann nicht mal Bälle treffen. Aber egal, wir probieren es. Alter, er hat schon 2 abgewehrt. Er wehrt das 3. ab. Er wehrt das 4. ab. Ey, ich schwöre, er will mich verarschen. Okay, jetzt. Oh mein Gott. Snacksy hat ihn. Bei mir großartiger Wurf. Komm schon, 1, 2, 3. Okay, bleibt auch drin. Easy. Man muss einfach mal treffen, dann geht's auch schon. Und 10 Sondercandys sind auch nicht schlecht. Und hier nochmal 10 Lavita Candies brauche ich eigentlich gar nicht, aber vielleicht ist der V-Wert ja ganz gut, schätze ich auch nicht. Oh, okay. Ist schon ganz okay. Kann man sich geben. Okay, ist ein gutes Despoter. Vielleicht power ich das mal, aber ja, das war jetzt schon mal der Raid. Und hier haben wir noch 2 Evolis. Aber ich glaube, die haben wir vorhin schon gecheckt, da war nichts dabei. Nee. Wir sind jetzt hier gerade am Döner essen, so wie jeden Tag. Man kennt den Lifestyle. Mein 11. Evoli, mein 11. Shiny. Ich habe davor auch schon wieder 2 gefangen hier. Richtig heftig, was heute abgeht. No joke, also 11 allein heute. Es ist echt crazy und wir haben gerade mal die Hälfte der Zeit rum. Also ist auf jeden Fall heftig. Ich muss natürlich jetzt fangen, das darf nicht flüchten, aber das passiert im Normalfall eh nicht. Also let's go, komm schon. 1, 2 und 3. Oh, das war das letzte Mal. Egal. Ist auf jeden Fall drin. 11. Shiny Evoli wurde gefangen. Die V-Wert sieht es nicht ultra-baba aus. Nee, ist auch nicht. Aber egal. Das ist das nächste Chinese. Oh, nice. Hier. Was ist das? Durum? Durum? Ich hab sowas noch nie gegessen. Leute, okay. Digga, das ist jetzt das 12. Ey, was geht heute ab? Jetzt mal no joke. Es ist einfach zu hart am Eskalieren. Also, ich weiß auch nicht. Egal, wir fangen jetzt einfach mal. Und ich gönne jetzt hier schon mal hier ein bisschen. Ja, und Evoli wurde gefangen. Die Farbe ist auch nicht so super, aber was soll's. Hier direkt das nächste. Nee. Wir machen jetzt hier gerade noch am Hauptplatz einen Registeel Raid. Mein 2. Registeel, was ich überhaupt raide. Oder das 3. aber das 2., was ich dann fangen könnte. Also wir sind jetzt hier zu 9 am Start und schaffen das easy eigentlich schon in der Hälfte der Zeit. Also das ist no problemo, Leute. Ihr wisst Bescheid. So, hier ist schon mal alles down noch bei mir, aber ist doch egal, Leute. Ich weiß auch gar nicht, wo wir hier drin sind. Ich darf nicht zu weit weggehen, sonst reache ich den Stop da vorne nicht mehr. Aber ich glaube, so sollte es jetzt easy ausgehen. Komm schon, hier, mit was kämpfe ich überhaupt? Tornupto? Keine Ahnung, ich habe einfach empfohlen, Pokémon jetzt hier genommen, aber wir haben sowieso gleich down. Also ich denke mal, zu 5 schafft man das auch easy going, weil wir sind jetzt alle so Level 30er, 25er, 35er, also sowas um den Dreh, alles gemischt. Also ja, eigentlich ziemlich easy. Ich würde sagen, jetzt fangen wir es auch noch. Snacksy, halt mal. Okay, Leute, Registeel ist down und es schrumpft jetzt gleich. Bam, komm, komm. Oh mein Gott, es schrumpft und let's go. Es ist down. Oder auch nicht, jetzt. Okay, so, du hast gewonnen. Was bekommen wir erstmal? 4 Golden Healbands, 6 Beleber, Hypertränke, 3 Sonderbonbons, 500 Sternstaub, 10.000 XP oder wie viel es waren und 9 Bälle. Okay, Blau natürlich wieder ganz klein Vorteil. Ich würde sagen, Leute, easy Sananabeere drauf, oder? Was sagt ihr? Ich habe so nur 9 Bälle, aber warum nicht? Einfach fabelhafter Wurf. Easy, Digga, first try. Wenn es jetzt direkt first try drin bleibt, nee, es kommt direkt raus. Ist auch vielleicht nicht die beste Idee mit Sananabeere, aber wir probieren es einfach nochmal. Und jetzt kommt schon direkt nochmal einfach fabelhaft. Vielleicht schaffen wir es ja. Oh, jetzt hat er attackiert. Das war mies.
Sonst hätte ich es wahrscheinlich nochmal getroffen, einfach fabelhaft. Mit Sananabell, also Regi-Stil ist richtig easy zu treffen. Nee, komm, okay, dann verwenden wir jetzt meine goldenen Himbeeren, ich habe eh 70 Stück davon. Was soll denn der Geiz, ist ja voll egal, dann kriege ich halt keine Candies, aber egal. Einfach fabelhaft schon wieder. Digga, ich triff jeden Wurf einfach fabelhaft. Wenn es jetzt am Ende nicht reinkommt, dann weiß ich auch nicht, egal. Und es bleibt nicht drin, zweimal und beim dritten kommt es raus. Wir haben aber noch goldene Himbeeren. Das sollte nicht das Problem sein. Ich muss es halt nochmal einfach fabelhaft treffen, dann passt es sowieso. Boah, schon wieder einfach fabelhaft. Ey, ich treffe jeden Wurf einfach fabelhaft. Was ist los mit mir? Ich meine, bei dem Pokémon ist es auch richtig easy und es bleibt nicht drin, Digga. Ey, wenn du mir das jetzt flüchtest, dann bereue ich es, dass ich es am Anfang mit Sananabären probiert habe. So, let's go. Komm schon und er hüpft. Er hüpft hoch, er weicht aus, okay. Das heißt, es war schon mal kein Treffer. Ja, er weicht aus. Alter, oder attackiert halt. Nur noch zwei Bälle am Start. Oh mein Gott, ich hätte gerade schon wieder fast geworfen. Okay, einfach großartig. Ist jetzt zwar nicht einfach fabelhaft, aber ist doch egal. Alter, letzter Ball jetzt, Leute. Oh nein, nicht Nananabeere. Das wäre ultra dumm. Nananabeere, meine ich. So, 1247, komm schon. Letzter Ball. Und ciao. Ich treffe viermal einfach fabelhaft. Juckt ihn einfach gar nicht. Das war total der Fail, aber egal. Leute, ich würde sagen, ich leuchte jetzt einfach mal ein paar Items aus meinem Beutel raus, weil irgendwie ist hier alles voll. Und dann schauen wir noch kurz, ob ich vielleicht hier noch das ein oder andere Shiny bekomme. Nee, ist jetzt eigentlich auch egal, hier spawnt vielleicht noch eins. Aber na gut, ich würde sagen, dann gehen wir erstmal weiter. Leute, wir sind jetzt hier am Hauptbahnhof. Ihr wisst schon Bescheid, was macht man so am Hauptbahnhof? Erzähl mal. Pokémon fahren. Genau, zum Beispiel. Oder halt mit dem Zug fahren. Auf jeden Fall gehen wir jetzt hier gerade lang und es geht 10 Kilometer auf. Jetzt schauen wir einfach mal, was da drin ist. Ich hoffe mal ein Tarnhehl. Und Alter, auf Ansage, Digga, was ist hier los? Nice, mein erstes Tarnhehl aus dem Ei. Doch nicht mein erstes aus dem Ei, mein zweites aus dem Ei. Aber das ist schon mal gut, weil ich habe immer noch kein Metacross. Ach so, das ist ja. Das mit Metacross, ja. Genau, 125 Candies brauche ich. Oh mein Gott, ist da viel los. Digga, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Evolis. Ja, wenn da jetzt kein auf einem dabei Fleck. Ist. Digga, da muss mir. Warte, da war noch ein zehntes. Nee, doch nicht. Okay, 9 Evolis. Wir checken jetzt mal alle ab, ob da irgendwie ein Shiny noch dabei ist. 13 Stück habe ich ja jetzt. Ich habe danach irgendwie nochmal eins gefangen nach dem Dönerladen. Also richtig heftig auf jeden Fall. So, bis jetzt noch keines dabei. Immer noch keines. Ey, kaum schon. Da muss doch wohl eines dabei sein bei diesen 9 Stück. Also bei mir ist bis jetzt noch keins. Bei dir? Er sieht es einfach nicht. Alles klar, okay. Nee, also 2 Stück kann ich noch probieren. Okay, da ist tatsächlich kein einziges Shiny am Start. Nicht mal das letzte. Das letzte, alles klar. Das laber ich schon wieder. Ein paar davon werde ich trotzdem fangen. Vielleicht finden wir noch ein Shiny. Wir haben ja noch 30 Minuten Zeit. So Leute, wir haben mein 14. Shiny hier am Hauptbahnhof jetzt gefunden. Da waren jetzt noch mehr. Also irgendwie über das nächste. Wir waren gerade auf einem Fleck, also wirklich um ihn herum. Ups. 12 Evoli. Und das war wirklich in dem Radius, die er noch alle antippen könnte. Auf jeden Fall heftig. Also da waren auf jeden Fall mehr noch am Hauptbahnhof hier. Richtiger Getter-Spot. Und wir haben es auch direkt gefangen. Schon wieder. Digga, wie viele sind da? Ich zeig's euch mal bei Snaxy. So sieht's hier aus bei ihm. Richtig heftig, Alter. Richtig im Eskalieren. Aber ja. Leute, das war's jetzt hier mit diesem Pokémon Go Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst auch mal ein kostenloses Abo da. Ich bin jetzt wieder zu Hause und habe irgendwie vergessen, ein Outro aufzunehmen. Aber egal, Leute, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Und wenn ihr Bock habt, dass ich jetzt dann eine Folge mache, wo ich irgendwie 10 Shiny Evolis alle entwickle, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und schreibt es einfach mal in die Kommentare. Und ja, dann würde ich sagen, kann ich das auf jeden Fall machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.